machen weiter und es geht um den Medium Coeli im Zeichen des Steinbocks. Hast du also dein Midheaven im Steinbock, hast du das Imum Coeli im Krebs. Und warum ich auf beide eingehe, erkläre ich eigentlich in meinem Intro-Video. Also schau es dir bitte gerne an, wenn du es vorher noch nicht gesehen hast. Dort gehe ich wirklich auf die theoretischen Dinge ein, wie ich das so sehe und warum ich vor allem finde, wir uns beides angucken müssen. Weil dein Imum Coeli sind einfach deine Wurzeln und das ist das, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist. Und bei dir ist es ein Zeichen des Krebs und der Krebs ist dort am Anfang des vierten Hauses zu Hause. Also das ist dort, fühlt sich die Energie sehr wohl. Genauso wie der Steinbock am Midheaven dein zehntes Haus markiert, also das des natürlichen Herrschers des Steinbocks, das ist das zehnte Haus deiner Karriere. Also grundsätzlich ist diese Achse sehr harmonisch, sag ich mal, von der Energie. Und das kann sich natürlich individuell für dich ganz anders ausdrücken, vor allem wenn du gewisse Planeten an diesen Achsen hast oder im vierten und zehnten Haus stehen hast. Weil Steinbock ist zum Beispiel auch wieder ein generationsbedingter Einfluss. Saturn, Uranus, schau, ob du diese Planeten dabei hast. Das verändert auf jeden Fall was für dich. Auch am Imum Coeli gibt es auf jeden Fall Veränderungen, wenn dort sich Planeten bewegen. Das ist ja ein ganz allgemeines Video. Aber fangen wir erstmal an mit Imum Coeli im Krebs. Und ich hatte es gesagt, Krebs, viertes Haus, dort ist es zu Hause. Das heißt auch, es indiziert eigentlich, dass deine Erfahrungen aus der Kindheit eigentlich ganz gut waren. Oder das ist genau das, was da passieren soll. Emotionale Wärme, emotionale Verbundenheit. Also mit dem Krebs dort hast du eigentlich ein Zuhause, wo du dich sehr wohl gefühlt hast, umsorgt hast, wo man deine Bedürfnisse vor allem emotional gehört und gesehen hat. Und eigentlich ist das auch das, was deine Wurzeln sind. Also du hast sehr starke Wurzeln zu Hause, ein sehr warmes und empfängliches Inneres. Ich versuche aber auch immer so ein bisschen auf die Herausforderungen, mögliche Herausforderungen einzugehen, die ganz allgemein so beschreiben kann. Und ich denke, die Herausforderung mit Imum Coeli im vierten Haus, Krebs, ist die, dass du vor allem vielleicht Schwierigkeiten hast, dich emotional davon von deiner Familie zu distanzieren. Weil dort eben diese sehr starke Nähe ist, die vor allem vielleicht in Entscheidungssituationen heute immer noch etwas ist, was du zum Beispiel nutzt. Also kannst dich schwer davon trennen, deine Mutter hat zum Beispiel immer geholfen. Und das ist so eine gewisse Abhängigkeit, die vielleicht noch da besteht, dass man sich selber nicht so gut von der Familie distanzieren kann. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist so grob das, wo ich sage, das ist die Herausforderung, die vielleicht mit diesem Imum Coeli kommt. Aber deine Wurzeln, deines Midheavens, also es ist ja auch immer so ein Baum, also ein Entwicklungsbaum nenne ich es. Und das ist das, deine Wurzeln sind eben die des deines Zuhauses und das ist das, was dir Kraft gibt. Also wirklich das familiäre Umfeld, dein Zuhause, das Essen machen, der Haushalt, also wirklich dieses Häusliche ist das, was dir vor allem Kraft gibt. Und das ist das, worauf du auch aufbaust im späteren Leben, was dir ein Fundament gibt. Und deins ist einfach ein sehr... Aber genau, der Medium Coeli zeigt ja auch sowas wie deine Reputation, dein öffentliches Bild eben oder halt sowas wie ein Social-Media-Account. Und das ist beim Steinbock eigentlich so, dass ich sagen würde, die finden Social-Media-Accounts total blöd, weil die finden, das ist eine Zeitverschwendung. Außer natürlich, sie nutzen das für ihre Karriere, also sie nutzen das business-wise. Dann auf jeden Fall. Aber gehen wir mal davon aus, sie hätten einen Social-Media-Account. Also das öffentliche Bild, was der Steinbock präsentiert, ist eben das Status, des Wohlstands. Das, was er erreicht hat, das zeigt er gerne. Also sei es, er hat ein Haus gebaut oder er arbeitet super viel. Also das zeigt er halt gerne. Und das ist auch das, was Leute von dir wahrnehmen. Also, dass du jemand bist, der sehr diszipliniert ist und ein Workaholic. Also wirklich jemand, der, der zieht das durch, was er sich vornimmt. Der hat was erreicht und das gibt auch so einen gewissen Respekt. Also Leute haben einen gewissen Respekt vor dir, weil du eine autoritäre Ausstrahlung einfach hast. Das ist Steinbock, das ist sehr männlich. Das ist auch eher traditionell, vielleicht sogar konservativ. Also Leute denken schon so, okay, der ist echt gerade, aber das heißt ja nichts. Also du folgst einer gewissen Struktur und das sieht man dir auch an. Und deswegen gibt der Medium Coeli auch manchmal so, der kann auch so Indiz geben für persönliche Fähigkeiten. Der Medium Coeli, das bist nicht du, das ist etwas, was du anstrebst, was du dir aneignen möchtest. Das ist eine gewisse Energie, die du vor allem im Öffentlichen für dich nutzen kannst.
Und das ist mit dem Steinbock am MC eben die der Struktur und der Disziplin. Also deine persönlichen Fähigkeiten, finde ich, sind vor allem die, dass du weißt, wie du dir einen Plan machen musst und dass du dir einen überhaupt machen musst und dass man den befolgen muss und dass man dranbleiben muss. Und das ist immer so ein bisschen das, wo ich sage, da kommt dann auch der Imamkueli mit rein, dass man es besser versteht. Du hast ein sehr emotionales Inneres und das kann natürlich im Äußeren dir immer wieder Probleme bereiten, weil du diesen Ehrgeiz und diesen Wettbewerb nicht gewohnt bist. Aber das ist das, was du anstrebst. Du möchtest die Karriereleiter hochsteigen und du möchtest dir diese harte Schale aneignen und der Versorger werden und der oder diejenige, also ich sage immer der, ja. Aber bitte nimmt meine Grammatik, wisst ihr schon, nicht so ernst. ja, das ist einfach das, was du anstrebst, persönlich. Und da sind einfach deine Fähigkeiten, dass du ausdauernd bist, willensstark bist und vor allem ins Handeln kommst. Weil Steinbock ist ein kardinales Tierzeichen. Und kardinal, genauso wie Krebs, sind einfach die, die wirklich auch ins Handeln kommen, die Dinge beginnen und initiieren. Und der Steinbock zum Beispiel ist da anders als der Widder. Das sind ja zwei symbolische Tiere auch, wo der Widder aber wirklich der ist, der so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und zwar gerne sofort und immer alles jetzt. Wo du als Steinbock MC jemand bist, der vor allem weiß, okay, gute Dinge brauchen Zeit, ich muss Geduld haben, ich muss Ausdauer haben, dann kann ich alles erreichen, was ich will. Ich gehe bei allen Medium-Coelis auch so ein bisschen aufs Arbeitsumfeld ein, weil das ist das, was man so allgemein von dieser Energie auch einfach mitgeben kann. Für dich individuell solltest du schauen, wo du Saturn stehen hast, in welchem Haus und welchen Zeichen. Das gibt dir mehr Informationen vor allem darüber. Aber ganz allgemein ist es beim Steinbock so, ja, der ist gerne selbstständig, aber der mag auch Struktur. Das heißt, grundsätzlich bräuchtest du ein Arbeitsumfeld, wo es eine gewisse Struktur gibt, wo es vielleicht auch Regeln gibt, die du befolgen kannst, wo du weißt, okay, wenn ich das und das mache, habe ich das und das Outcome. Also wirklich was, wo du vielleicht auch eine Karriereleiter hochsteigen kannst. Also ich finde, das sind wirklich so ganz klassische, ja, klassische Karrierewege, die man anstreben kann, nicht muss. Vor allem nicht, wenn man zum Beispiel Uranus da hat. Also das kann ja auch gut sein. Dann ist das eine Wassermann-Energie, solltest du dir MC Wassermann vielleicht angucken, damit du eine Idee davon bekommst. Also ja, grundsätzlich Struktur, 9-to-5 wäre zum Beispiel was. Ich sage aber so, grundsätzlich beruflich kannst du dir aussuchen, was du machen möchtest. Aber Saturn ist eben genau der, der diesen Einfluss auf dich bringt und auf dich und dein Arbeitsumfeld, von dem, dass er auch mit einem gewissen Karma kommt. Also Karma ist das, wofür Saturn auch ein bisschen steht. Quasi, wenn du dich selbst und deinen eigenen Status und Erfolg an erster Stelle stellst, dann wird Saturn umso mehr dich herausfordern und dir den Weg erschweren. Wirst du aber ja ein großes Ziel verfolgen, vor allem etwas von Dauer für die Menschheit erschaffst, also wirklich vielleicht irgendwas Neues, ja, irgendwas Neues den Menschen mitgibst und darauf hinaus arbeitest, dann ist das etwas, wo Saturn vor allem dir viel positive Energie oder unterstützende Energie geben wird. Aber, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, klassische Berufe, hatte ich ja gesagt, alles eben Firmen, finde ich. Ich finde grundsätzlich alles, was du dir in den Kopf setzt, aber mit Steinbock denkt man, ja, klassische Sachen wie Banking, Corporate Jobs, ich weiß nicht, was man alles im Büro machen kann. Heutzutage gibt es ja alles mögliche, Finanzen. Also alles, wo vor allem der Erfolg messbar ist, würde ich sagen, ist etwas, was du möchtest, weil du ja auch deinen Fortschritt sehen möchtest. Also wie gesagt, alles, wo man die Karriere leider aufsteigen kann, wo du selber Boss und Manager bist. Also kardinales Zielzeichen Steinbock, klar, das ist der Führer, der weiß es am besten sozusagen, ist halt meistens auch so. Müssen immer ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu arrogant dabei werden, aber ich sag mal so, sie haben es halt auch drauf, weil sie den Plan meistens haben und nicht so hitzköpfig sind. Auch Veränderungen in Strukturen im Arbeitsumfeld, glaube ich, sind nicht so unbedingt das, was du möchtest. Wie gesagt, außer natürlich zum Beispiel, du hast Uranus da. Aber auch das, ich glaube, es gibt nicht so viel Veränderungen in der Karriereleiter, sondern wenn du dich für etwas entscheidest, dann entscheidest du dich dafür und dann bleibst du dabei und das über lange Zeit. Hast du aber das Gefühl, dass du gar nicht weißt, wie du wirklich deine Karriere anstreben sollst, also du hast dieses Steinbock-Energie-Ding, kannst du für dich noch gar nicht irgendwie fühlen, dann sage ich ja immer, dass man zurück zu den eigenen Wurzeln kehren muss und die hast du ja im Krebs. Das heißt natürlich, einerseits, Krebs ist auch unbewusst. Also es gibt vielleicht doch so Sachen, wo man sagt, okay, geht es dir wirklich
hast du wirklich tiefgreifende Sachen aus deiner Kindheit nicht verarbeitet zum Beispiel, dann heißt das schon, dass du vielleicht sowas dort wirklich literally zurück zu deinen Wurzeln kehren musst. Also schauen musst, okay, was war denn in meiner Familie, wo kommt meine Familie her, welche Vorfahren hatte ich, was waren die Geschichten. Also solche Sachen können viel innere Arbeit leisten, wenn das vielleicht ein Teil von dir ist, den du noch nicht bearbeitet hast. Aber so auch ganz banal, sage ich, gibt es ja mit Krebsenergie zu Hause. Was brauchst du, wenn du merkst, ich kann da draußen gerade nicht, ich komme nicht zurecht, das ist mir viel zu viel Druck vor allem. Also Saturn übt ja auch sehr viel Druck an sich selbst aus, also einen gewissen Ehrgeiz und viel Leistungsdruck. Wenn du das empfindest, gönn dir eine Auszeit. Krebs ist zu Hause. Geh nach Hause, zieh Jogginghose an, BH aus, wenn du einen trägst. Ziehst deine Lieblingsslippers an. Also ich finde, Krebs ist ja wie Mondenkrebs. Also ich trage gerne Hausschuhe, meine gemütliche Klamotten, meine Kuscheldecke, mein Ben & Jerry's Eis. Setz dich vor den Fernseher und lass es dir einfach gut gehen. Oder verbring Zeit mit der Familie. Koch ein Essen für deine Familie. Oder kuschel mit deinen Kätzchen. Oder kümmerst dich um deine Pflanzen. Also all das, Dinge, wo du wirklich zu dir selbst kommst, die dir wirklich gut tun, Self-Care, das ist das, solltest du auf jeden Fall wieder betreiben, wenn du merkst, dass es ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und wenn du dir da die Pause gegönnt hast und die Energie getankt hast, kannst du auch wieder anfangen, nach außen zu gehen und dieses Steinbock-Ding anzustreben und wieder in deinen Job mit voller Motivation zu starten, weil du weißt, wofür du es tust. Dein höchstes Bestreben ist also mit dem Steinbock am Medium Coeli, am Midheaven, in diesem Leben, das ist das, was wir anstreben, das ist das, was wir hinterlassen möchten und du möchtest eben genau das. Du möchtest jede Herausforderung gemeistert haben. Du möchtest wissen, dass du etwas geleistet hast, dass du etwas hinterlässt, dass du vor allem, ja, dass Leute wissen, das warst du, das hast du gemacht, das hast du aufgebaut und das ist nicht von heute auf morgen entstanden, sondern mit viel Schweiß und Fleiß und Ausdauer. Also du möchtest einfach dafür bekannt sein, den Menschen etwas mitgegeben zu haben und dass du nie aufgegeben hast, sondern dass du das, was du wolltest, mit so viel Herz, also auch Krebs, wirklich getan hast. Und das spüren die Leute auch und sehen auch und sind dir einfach dankbar dafür, dass du diese Arbeit geleistet hast. Also das ist so das, wo ich allgemein sage, Steinbock-Krebs, diese Achse. Ich hoffe, dass dir dieses Video viel Inspiration gegeben hat, gerade wenn du beruflich noch nicht genau weiß, wo es für dich hingehen soll, schreib mir gerne, was du arbeitest mit Steinbock MC. Das interessiert mich. Und vielleicht auch, ob du ja eben einer dieser gewissen Planeten dort stehen hast und wie du es dann selber empfindest, weil das verändert einfach super viel. Die Achsen sind auch einfach sehr einflussreich in unserem Leben. Also, like gerne das Video, kommentier es und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast und wir sehen uns beim nächsten Mal.